Hey, Kate. Was machst du denn da? Hm, schöner Strand. Hey, willst du ein Stück? Ach, zu langsam. Komm schon. Bitte. Ah, doch nicht. Mensch, wirklich jetzt? Dann probieren wir mal diesen Streich aus. Nimm einige Farben aus deiner Farbpalette. Dann schnapp dir einen Kaubonbon der gleichen Farbe. Pack es aus und rolle das Ganze zu einem Ball. Dann steckst du das Bonbon in die entsprechende Stelle auf deiner Palette. Du musst schon ein bisschen drücken. Und fertig. Naja, wenn du nicht teilen kannst, dann esse ich das hier. Oh, Kate, ist doch keine Farbe. Nee, davon wird dir furchtbar schlecht. Oh, das reicht aber jetzt. Oh, das reicht. Hier, nimm was. Ah, danke. Aha. Ja, war doch nur ein Scherz. Siehst du, Jen, sharing is caring. Oh, das ist viel besser als Farbe. Bereit, diese Münze verschwinden zu sehen? Wow, wo ist sie denn hin? Ist sie vielleicht hier? Tada! Ziemlich cool, oder? Wow! So, dieser Zylinder ist leer, oder nicht? Nee, er ist voller Blumen. Oh Mann, verrate mir dein Geheimnis. Bitte. Nee, das wird echt nicht passieren. Nee. Och. Warte. Magie. Ich kann auch zaubern, weißt du? Na gut. Siehst du diese Cola hier? In einem Moment werde ich sie verschwinden lassen. Abracadabra, simsalabim. Und die Cola ist weg. Nur weil ich es kann. Und bam. Oh, du meine Güte, du hast es tatsächlich geschafft. Mhm. Ja, wir sehen uns später. Tja, was für ein Trottel. Zwei Hotdogs sind fertig. Hey Kevin, du kommst gerade rechtzeitig. Und ich hab Senf. Aber warte mal, ich brauche doch auch Ketchup. Möchtest du Ketchup oder Senf? Senf bitte. Kevin! Warum erschreckst du dich denn so vor diesem Karnevalspray? Das war zu einfach. Na, vielen Dank. Wo hat er das Zeug denn bloß her? Und ich brauche immer noch Senf. Ich kann nur noch mir selbst vertrauen. Das ist ein leckerer Hotdog. Es gibt nichts über einen Film und einen Hotdog. Oh, Bella ist endlich da. Oh, warte. Kevin, mach den Senftrick. Oh, gute Idee. Danke fürs Kommen, Bella. Und das ist richtiger Senf, Leute. Das ist mein brandneues Shirt. Und ich bin noch nicht mal durch die Tür gekommen. Willst du dich nicht bei ihr entschuldigen? Was für ein Idiot. Ja, niemand legt sich mit Bella an. Wo ist der Ketchup? Was geht, Kevin? Oh, ich kann frischer Sand nicht widerstehen. Ich glaube, das ist was anderes. Stört dich doch nicht, wenn ich mich rasiere, oder? Warte, das ist Rasierschaum. Oh Gott, mir wird schlecht. Mit einem Freund zu kochen macht sehr viel Spaß. Das sieht aber gut aus, Kevin.
Das Gegenteil von Bellas scharfem Chili. Hey, wir sollten ein Restaurant eröffnen. Wir nennen es Kev und Bellas Platz. Oh, die sehen lecker aus. Oh, diese Leckerei können wir auf jeden Fall verkaufen. Oh, ich habe so viele Nachrichten verpasst. Bella, du isst alles auf. Was für eine Verschwendung. Vielleicht sollte ich sie etwas würzen. Sie wird den Unterschied nicht bemerken. Siehst du? Vergiss den besten Teil nicht. Perfekt. Sie wird das auf jeden Fall essen. Eine geht noch, oder? Vielleicht, aber auch nicht. Oh, mein Mund brennt. Oh, schnell. Ich brauche die Feuerwehr. Seht mal, Leute, was ich mitgebracht habe. Und ich habe sie selber gemacht. Ach ja, von denen halte ich mich fern. Bin doch nicht verrückt. Du bist dran, Kev. Kevin. Sarah schreibt mir. Fein. So, zufrieden. Ernsthaft, Kevin? Was, bin ich schon wieder dran? Du bist dran, Bella. Was? Schon okay. Ich kann das noch gewinnen. Gleich, nachdem ich ganz schnell was erledigt habe. Er passt nicht auf und wird trotzdem gewinnen? Wenigstens habe ich einen Schokomuffin, auf den ich mich freuen kann. Zucker steht mir immer bei. Moment mal. Na, vielleicht gewinne ich doch noch. Zahnpasta sieht doch sehr nach Zuckerguss aus, oder? Nur schade, dass sie nicht so schmeckt. Ja, und die Streusel nicht vergessen. Wie könnte Kevin dem widerstehen? Ach, tut mir leid, dass ich ausgeflippt bin, Kevin. Nimm das als Friedensangebot, ja? Oh, das sieht lecker aus. Warum denke ich denn jetzt an meinen Zahnarzt? Ich glaube, mir wird schlecht. Ja, putz dir danach schön die Zähne. Lebensmittelkauf abgeschlossen. Ach, jetzt muss es nur noch eingeräumt werden. Ah, mein liebster Kauf. Davon sollte sich Lilly besser fernhalten. Aber zuerst Zeit für was Salziges. Oh Mann, ich wusste, ich hätte das Frühstück nicht auslassen sollen. Ich muss irgendwas essen. Was? Oh, wir haben Eiscreme? Ach, Sophia und ihre passiv-aggressiven Notizen. Ah, das konnte mich noch nie aufhalten. Süßer Leckerbissen macht dich bereit. Oh, das ist so lecker. Ja, du hältst dich wirklich nicht zurück, Lilly. Aber bei so einem leckeren Eis, ja, da kann man auch nur schwer aufhören. Oh, oh. Oh, ich habe alles aufgegessen. Wie kann ich das bloß verstecken? Kartoffelflocken? Das könnte definitiv funktionieren. Hoffentlich merkt Sophia nichts. Die sollten dem Becher ein bisschen Gewicht verleihen. Vor allem, wenn man Wasser hinzufügt. Dann bildet es die perfekte cremige Textur. Es muss nur noch ein bisschen mehr wie Eis aussehen, richtig? Eine Lebensmittelfarbe sollte ihr helfen. Ein Mixer vereinfacht das Ganze. Und schon sind wir fertig. Oh, und noch eine Sache. Perfekt. Ja, es ist, als wäre nie was passiert. Ich verschwinde jetzt besser. Ach, Zeit für ein bisschen Eis.
Und Lilly hat sich tatsächlich an die Anweisungen gehalten. Sollte das nicht süß sein? Mann, das schmeckt überhaupt nicht nach Blaubeeren. Oh, Lilly! Was ist ein Aprilscherz ohne etwas Spaß auf der Toilette? Möchte jemand Haselnussaufstrich? Ekelhaft. Da wird sich jemand wundern. Ach, schon besser. Ach du meine Güte. Ist das das, was ich denke? Warte mal. Ich wette, Sophia steckt dahinter.